Willkommen zum 22. Teil der Theorie elastischer Wellen 2 Vorlesung. Beim letzten Mal hatte ich angefangen, eine kurze Einführung in die Theorie der seismischen Wellenforminversion zu geben. Ich habe jetzt gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, die Hälfte der Vorlesung habt ihr jetzt bereits hinter euch. Die schlechte Nachricht ist, die andere Hälfte liegt noch genau vor euch, mit jeder Menge mathematischem Unsinn. Bevor ich jetzt beginne mit dem zweiten Teil der Theorie der Wellenforminversion, möchte ich nochmal kurz die Ergebnisse der letzten Vorlesung wiederholen. Die Grundidee der seismischen Wellenforminversion ist ein möglichst hochauflösendes Abbild der Verteilung der elastischen Parameter im Untergrund zu rekonstruieren. Das erreicht man dadurch, indem man versucht, also die Wellenform, die also im Feld gemessen wurden, durch synthetische Wellenform möglichst optimal anzupassen. Ja, dazu braucht man also erstmal ein Maß, um den Misfit zwischen den modellierten und den gemessenen Wellenformen zu definieren. Das führte dann zum Beispiel auf diese L2-Norm der Datenresiduen oder die sogenannte Residualenergie. Und nachdem wir dieses Maß gefunden hatten, war dann die nächste Aufgabe, irgendwie ein Modell zu finden, welches diese Misfit-Funktion minimiert. Das heißt, quasi das optimale Modell zu finden, welches die Felddaten möglichst gut erklären kann. Und da kamen wir halt auf die Idee, das sogenannte Gradientenverfahren zu verwenden. Wenn wir also mal uns einen Ausschnitt vom Parameterraum für den akustischen Fall uns anschauen, also hier zum Beispiel die Dichte über der P-Wellengeschwindigkeit aufgetragen und jeder Punkt repräsentiert jetzt hier ein Untergrundmodell, dann können wir ausgehend von einem Startmodell relativ schnell zu unserem optimalen Modell kommen, indem wir also einfach die Gradienteninformation nutzen, also das Modell also in Richtung des Gradienten der Zielfunktion nach den Materialparametern optimieren. Das heißt, wir laufen dann immer entlang der Gradientenrichtung mit einer bestimmten Schrittweite und können dann so iterativ unser Modell halt verbessern, bis wir irgendwann das optimale Modell erreicht haben. Die Herausforderung war jetzt, diesen Gradienten der Zielfunktion nach den Materialparametern zu bestimmen. Ja, um diesen Gradienten jetzt zu bestimmen, haben wir also in der letzten Vorlesung relativ viel Zeit aufgewendet, um mal so ein bisschen in Richtung Störungstheorie zu schauen. Das heißt, es gab nachher so eine Verknüpfung zwischen der Störung von Modellraum und Datenraum. Und das konnte man also irgendwie verknüpfen mit dem Gradienten der Zielfunktion nach den Materialparametern. Und das ist jetzt ganz entscheidend, um diesen Gradienten auch finden zu können. Ja, das heißt, man kann die Suche nach diesem oder die Bestimmung dieser Gradientenrichtung im Wesentlichen in drei Teile zerlegen. Zunächst mal sollte man eine Lösung für das Vorwärtsproblem finden. Also wie pflanzen sich Störungen im Modellraum in den Datenraum fort? Das ist also einfach das Vorwärtsproblem. Und dieser Operator L-Dach beschreibt dann also einfach, wie sich diese Störungen fortpflanzen. Also vom Modell in den Datenraum. Dann identifiziere man die sogenannten Fréchet- oder Sensitivitätskörnel. Also wie ändert sich U, wenn ich an den Modellparametern herumrüttle? Und dann kann ich halt, da die Kernels für das Vorwärts- und das adjungierte Problem gleich sind bei diesem linearen Operator, die Gradientenrichtung relativ einfach ausrechnen, indem ich diese Kernels, die ich hier fürs Vorwärtsproblem gefunden habe, auch für das adjungierte Problem verwenden kann. Ja, das heißt, ich habe dann eine Beziehung zwischen meiner Störung im Datenraum, was nachher im Prinzip einfach unsere Datenresiduen sind, und der Störung im Modellraum. Und die Störung im Modellraum entsprach ja genau dem Gradienten der Zielfunktion nach den Materialparametern. Also das sind so die drei Schritte, die man jetzt für ein vorgegebenes Vorwärtsproblem lösen muss. Und das wollen wir jetzt halt mal machen für das
allgemeine elastische Vorwärtsproblem. Das sieht dann also so aus, das sind also die elastischen Bewegungsgleichungen für ein anisotropes Medium. Die hatten wir uns ja schon angeschaut bei der kurzen Einführung oder kurzen Wiederholung der Theorie elastischer Wellen am Anfang der Vorlesung. Nicht? Das bestand also hier einmal aus der Impulserhaltung. Das heißt, wir konnten den Impuls in einem elastischen Medium halt einmal durch Kräfte ändern, das heißt einmal durch Oberflächenkräfte und durch Körperkräfte. Dann brauchten wir natürlich noch irgendwie eine Beziehung, die vorgegeben hat, wie reagiert eigentlich mein Medium auf eine vorgegebene Kraft, also wie deformiert sich das Medium. Und da hatten wir halt so eine lineare Beziehung zwischen der Kraft, die auf das Medium wirkt, und der daraus resultierenden Deformation aufgestellt. Das war also hier einfach die Spannungs-Dehnungs-Beziehung. Hier jetzt noch dargestellt für den allgemeinen anisotropen Fall. Also CIJKL ist jetzt noch nicht näher spezifiziert. Das kann also jetzt komplett allgemein anisotrop sein. Wir können es aber später auch auf den isotropen Fall vereinfachen. Ja, hier ist dann nochmal die Definition des Deformationstensors. Und um das Problem dann zu lösen, braucht man natürlich noch Anfangs- und Randbedingungen. Gut, das heißt, das ist jetzt das Vorwärtsproblem. Wir machen jetzt also genau das, was wir im ersten Teil der Vorlesung schon durchgeführt haben, nämlich diese Störungsrechnung. Jetzt aber halt nicht in den simplen Abbildungen als Comic, sondern wir stören jetzt einfach die einzelnen Wellenfelder und Materialparameter hier in unserer elastischen Bewegungsgleichung. Das heißt, wir führen Störungen erster Ordnung ein, das heißt einfach nur so lineare Störungsterme. Nicht? Das heißt, auf das Verschiebungsfeld UI wird also zu UI plus Delta UI. Der Spannungstensor wird zum Spannungstensor plus eine Störung des Spannungstensors, genauso der Deformationstensor. Und die Dichte wird natürlich auch entsprechend gestört und auch die CIJKLs, also der elastische Tensor. Nicht? Und alle Störungen höherer Ordnung, nicht? Also zweiter, dritter, vierter, die können wir alle vernachlässigen, weil wir davon ausgehen, dass die Störungen so klein sind, dass zum Beispiel die quadratischen Terme, die hier dazukommen könnten, keinen Beitrag mehr liefern. So, ich habe diese Störung etwas farbkodiert, also alle Störungen der Wellenfelder habe ich hier in Rot markiert, alle Störungen der Materialparameter in Blau. So, und das müssen wir jetzt einfach einsetzen in die elastischen Bewegungsgleichungen. Und alle Terme, wo jetzt quadratische Störungsterme auftreten, die müssen wir dann rauskürzen. Ja, weil die sind so klein, die können wir alle vernachlässigen. Und das, was dann übrig bleibt, wenn wir das dann noch so ein bisschen umsortieren, ist Folgendes. Wir haben dann also einmal die gestörten Gleichung für die Impulserhaltung, die gestörten Spannungs-Dehnungs-Beziehungen und natürlich auch entsprechend gestörte Anfangs- und Randbedingungen. So, dann haben wir auch neue Quellterme. Das heißt, ich habe im Prinzip alle Terme, wo also eine Störung von Materialparametern auftritt, einfach in die Quellterme hineingesteckt. Ich zum Beispiel hier bei der Störung des Dichteterms, das ist jetzt also hier quasi ein neuer Quellterm in der Impulserhaltung. Und die Störung des elastischen Tensors ist jetzt ein Quellterm in der Spannungs-Dehnungs-Beziehung. So, und das ist eine ganz interessante Beziehung. Was fällt jetzt auf? Überall da, wo ich das Medium jetzt störe, also entweder im Dichtemodell oder in dem elastischen Tensor, also in den elastischen Eigenschaften, da wird jetzt eine Welle, also eine Störungswelle ausgelöst, nicht? Also mit den Amplituden Delta UI, Delta Sigma IJ und Delta Epsilon KL. Nicht, weil das sind jetzt ja einfach neue Störungsterme. Das heißt, überall, wo das Modell jetzt geändert wird, propagiert jetzt von dieser Position aus irgend so eine gestörte Welle durch das Medium.
Das Interessante ist aber, dass diese gestörte Welle sich in dem ungestörten Medium ausbreitet, nicht? Also die Materialparameter, die hier in der Impulserhaltung und in der Spannungsdehnungsbeziehung stehen, die sind alle ungestört. Das heißt, wir können schon sagen, wir haben überall da, wo wir eine Störung der Materialeigenschaften haben, zwar eine Quelle, aber die Welle, die von dieser Quelle abgestrahlt wird, die breitet sich im ungestörten Medium aus. Das wird nachher ganz entscheidend sein, wenn man die Gradienten da versucht sinnvoll herzuleiten. So, das heißt, wir haben jetzt unser Vorwärtsproblem definiert. Das zeige ich also noch mal kurz vorher. Das war jetzt also Schritt Nummer 1, das Vorwärtsproblem zu definieren. Jetzt brauchen wir halt eine Lösung des Vorwärtsproblems, also irgendeine formale Lösung, welche mir jetzt angibt, wie sieht eigentlich mein Delta U aus? Und diese Lösungen, die kennen wir schon, das sind nämlich einfach die Greens-Funktion. Ja, das heißt, das hatten wir schon für den akustischen Fall mal kurz uns angeschaut und hier ist dasselbe jetzt nochmal für den elastischen Fall dargestellt. Das heißt, Greens-Funktion für den elastischen Fall ist also einfach genauso definiert für den akustischen Fall. Ich habe jetzt halt einen ganz bestimmten Quellterm, der so einfach die Form einer Dirac'schen Delta-Funktion hat, einmal Ort und einmal in der Zeit. Ja, und dann auch noch in den Komponenten. Ja, also ich rege einfach in den verschiedenen Raumrichtungen an. Das hatte ich jetzt im akustischen Fall nicht, aber hier in dem elastischen Fall tritt das halt auf. Ja, und das ist jetzt also formal eine Lösung für diese Differentialgleichung. Wir können das also in Form von Greens-Funktion einfach definieren. So, und für diese Greens-Funktion gibt es jetzt also auch eine Lösung für das Verschiebungsfeld. Ja, das heißt, wenn ich diese Greens-Funktion kenne, kann ich das Verschiebungsfeld für einen allgemeinen Quellterm ausrechnen. Nicht? Also die Greens-Funktion hatte ja halt den Nachteil, dass die Quellen immer nur Spikes waren. Das heißt, Quelle im Zeitbereich, nicht? Also im Prinzip dieser Quellterm hier ist ja einfach eine Delta-Funktion. Und der hatte halt den Nachteil dieser Quellterm, dass der also Frequenzen von minus unendlich bis plus unendlich Hertz angeregt hat, was halt relativ unsinnig war. Man kann jetzt aber, wenn man die Greens-Funktion kennt, einfach durch Faltung der Greens-Funktion mit dem Quellterm, also ein realistisches Seismogramm ausrechnen, nicht? Also der Quellterm hier hat jetzt halt irgendeine Bandbegrenzung und durch diese Bandbegrenzung bekomme ich dann halt ein realistisches Wellenfeld heraus. Ja, das hatten wir auch schon gesehen. Da hatten wir also im akustischen Fall auch erstmal die Greens-Funktion ausgerechnet und das Ganze dann gefaltet mit dem Quell-Wavelet. Und genau dasselbe macht man jetzt hier auch und im elastischen Fall ist diese Formel halt ein bisschen komplizierter. Das heißt, man hat hier so Integrale übers Volumen, dann hier so Integrale über Zeiten und dann steht hier etwas, was eigentlich so einer Art Konvolution entspricht. Ja? Das muss man dann also einmal machen für den Quellterm in der Impulserhaltung und dann einen ähnlichen Ausdruck, wobei dann hier noch so eine räumliche Ableitung der Greens-Funktion steht, für den Quellterm, ja, der Spannungsdehnungsbeziehung. Ja? Das heißt, ich habe jetzt eine formale Beschreibung, wie mein Delta UI von x und t aussieht, wenn ich meine Greens-Funktion dann irgendwie kennen würde. Ja? Und die kann man halt irgendwie bestimmen. Das ist halt eine Lösung von dieser Differentialgleichung, wenn ich als Quellterm also einfach die Delta-Funktion hier annehme. Also eine Delta-Funktion im Raum und Zeit. So. Ja, hier ist nochmal so ein ganz simples Beispiel dargestellt für die Berechnung der Greens-Funktion. Ich also hier nochmal im Prinzip einfach ein Seismogramm, also Amplitude oder in diesem Fall jetzt Zeit über Amplitude aufgetragen. Und ich habe halt hier eine Greens-Funktion, also einfach die Spike-Response von meinem Medium. Also habe jetzt wirklich Spikes überall da, wo ich jetzt Reflexionseinsätze hätte, beziehungsweise hier vorne dann die direkte Welle. Das heißt, das soll die direkte Welle sein, das ist eine Reflexion und das soll halt irgendwie eine multiple Welle oder sowas sein. Dann nehme ich mein Quell-Wavelet, FJ,
Das ist jetzt diesmal die zweite Ableitung der Gauss-Funktion und nicht die erste. Und jetzt kann ich also das Quellwavelet falten mit der Greens-Funktion und bekomme dann hier mein Seismogramm heraus. Nicht? Also überall da, wo ich hier so einen Spike habe, bekomme ich jetzt mein Quellwavelet raus mit der entsprechenden Amplitude, und hier unten sieht man dann auch, dass die Phase halt umgekehrt wird. Ja, also das steckt jetzt im Prinzip einfach hinter dieser Gleichung. Da steckt einfach die Konvolution der Greens-Funktion mit dem Quellterm dahinter. So, ja, hier habe ich das nochmal zusammengeschrieben. Ich habe jetzt halt bei der gestörten Bewegungsgleichung, die wir ja eigentlich lösen wollen, nicht? Also diese Gleichung wollen wir jetzt ja lösen, haben wir natürlich jetzt unsere gestörten Quellterme Delta Fi und Delta Tij. Das heißt, die müssen wir jetzt einfach in die Greens-Funktionslösung einsetzen, nicht? Also hier. Nicht? Das heißt, ich muss jetzt einfach hier in die blauen Terme meine neuen Quellterme einsetzen, also einmal den für die Dichtestörung und einmal den für die Störung der Materialparameter, also der elastischen Materialparameter CJKLM. So, ja, muss man einfach nur einsetzen. Habe ich hier noch irgendwas anderes gemacht? Ne, das ist einfach nur eingesetzt. So, als nächstes führen wir dann Isotropie ein. Das kennen wir auch schon. Das war also einfach gegeben durch diese Beziehung hier, nicht? Also für den Isotropenfall hat CJKLM einfach diese Form hier angenommen mit diesen Kronecker-Deltas. Das hatten wir auch schon in einer der ersten Vorlesungen uns mal angeschaut. Das heißt, an dem ersten Term ändert sich nichts und ich muss jetzt einfach nur das Delta CJKLM in diese Gleichung hier unten einsetzen. Und dann habe ich das noch ein bisschen umsortiert nach den Termen, die also so ein Delta Lambda und ein Delta Mu enthalten. Also die gestörten Lamé-Parameter, also einmal für den Lamé-Parameter Lambda und den Lamé-Parameter Mu. So, und das Interessante an dieser Gleichung ist jetzt, man sieht, ich habe die so ein bisschen farbig markiert, ist, die hat jetzt genau die Form des Vorwärtsproblems, die wir suchen. Nicht? Ich habe jetzt eine Beziehung zwischen den Störungen des Modellraums und den daraus resultierenden Störungen des Datenraums, also Delta U. Ja? Das heißt, hier habe ich immer die Störung des Modellraums, Delta Dichte, Delta Lambda, Delta Mu. Und auf der linken Seite steht die Störung des Datenraums. Und dann sehe ich hier auch so Integrale übers Volumen. Ich habe hier ein Integral übers Volumen, hier habe ich ein Integral übers Volumen und hier. Das heißt, das, was hier jetzt in blau markiert ist, das müssen unsere sogenannten Fréchet- oder Sensitivitätskörnel sein. Also das sagt uns jetzt, wie ändert sich der Datenraum, also unsere Seismogramme, wenn ich an den Modellierungsparametern rüttel. Deswegen heißen die Sensitivitätskörnel, weil sie halt diese Sensitivität angeben. Also wie übertragen sich kleine Störungen vom Modellraum in den Datenraum. Das wird also durch die Größe von dieser Ableitung hier vorgegeben. So, und ich kann jetzt also die Sensitivitätskörnel für die verschiedenen Materialparameter bestimmen. Das hier ist also offenbar der Sensitivitätskörnel für DU nach der Dichte. Das hier ist der Sensitivitätskörnel für DU nach Lambda, weil hier steht ein Delta Lambda. Man sieht ja, hier steht immer M und das entsprechende Delta gibt dann vor, nach was ich hier in diesem Term ableite. Und das hier muss dann halt DU nach Mu sein. Ja, das heißt, ich habe jetzt hier also die verschiedenen Sensitivitätskörnel identifiziert. Habe ich hier so nochmal aufgeschrieben. Das ist also DU nach Rho, also nach der Dichte. Das ist der Sensitivitätskörnel für das Lambda und das ist der Sensitivitätskörnel für das Mu. So, jetzt haben wir schon die Hälfte des Problems gelöst. Ja, jetzt können wir diese Sensitivitätskörnel nutzen, um sie in das adjungierte Problem einzusetzen. Nicht? Da hatte ich ja letztes Mal schon anhand der Fourier-Transformation gezeigt, dass diese Kernels im
Vorwärts- und Inversenproblem halt identisch sind, mal abgesehen davon, dass man hier das komplex Konjugierte nehmen muss und man dann halt über andere Parameter integrieren. Man sieht, ich habe jetzt hier eine Integration über den Datenraum. Und bei der inversen Fourier-Transformation gab es dann halt die Integration über die einzelnen Frequenzen statt über die Zeiten wie beim Vorwärtsproblem. Also ganz analoges mathematisches Problem. Und was ich jetzt halt gerne haben will, ist die Verknüpfung zwischen meiner Störung im Datenraum zu meinen Modellstörungen. Und diese Modellstörungen waren ja identisch mit dem Gradienten der Zielfunktion nach den Materialparametern. Nicht? Deswegen veranstalten wir diesen ganzen Spaß ja auch, um diese Gradienten hier zu bestimmen. Ja? Das heißt, hier hat man einfach alle Störungen im Datenraum aufsummiert. Nicht? Deswegen stehen hier diese Summe über alle Empfänger, Integral über alle Zeiten, Summe über alle Quellen von all meinen Störungen hier. Und das liefert mir dann halt die Störung im Modellraum, was dann gleich dem Gradienten ist. Und hier habe ich jetzt halt die Sensitivität, wie ändert sich M, wenn ich an U rüttle. Und da die Kernels im Vorwärts- und adjungierten Problem gleich war, ist dann quasi jetzt dm nach U gleich du nach M. Und dann halt komplex konjugiert. Ja? Das heißt, was wir jetzt einfach machen müssen, um diesen Gradienten auszurechnen, ist jetzt einfach diese Kernels für die verschiedenen Parameter hier einsetzen. Das habe ich jetzt also mal gemacht. Hier steht jetzt also im Prinzip die identische Gleichung wie hier. Nur, dass ich jetzt die einzelnen Kernels eingesetzt habe. Also man sieht jetzt, hier steht der Kernel für die Dichte. Das ist genau das, was jetzt hier vor dem Delta UI steht. Das ist also hier der Kernel für die Dichte. Das ist der Kernel für den Lamé-Parameter Lambda. Und das ist der Kernel hier und hier für den Lamé-Parameter μ. Und entsprechend kommt dann also raus, dass hier auch das entsprechend die Gradienten von der Zielfunktion einmal nach der Dichte, der Gradient der Zielfunktion nach Lambda und der Gradient der Zielfunktion nach μ sein muss. So, im Prinzip könnte man jetzt diese Wellenfelder einfach so verwenden. Wir können das aber noch ein bisschen vereinfachen. Also ein Problem ist jetzt, wir kennen zum Beispiel die Greens-Funktion hier nicht wirklich. Kann man die vielleicht noch irgendwie so ein bisschen sinnvoller ausdrücken? Und hier stehen auch noch so lauter Delta, lauter Kronecker-Deltas. Kann man die vielleicht auch nochmal irgendwie so ein bisschen vereinfachen? Ja, das Erste, was man machen kann, ist, ich habe ja hier nur ein Integral über t' stehen. Ja, das ist... Hier sieht man überall steht so ein Integral über t'. Das heißt, all diese blau markierten Terme, wo also x von t steht, nicht? Beziehungsweise dann hier epsilon lm von x und t und dann hier den Kronecker-Deltas und auch hier epsilon lm von x und t und den Kronecker-Deltas, die kann ich natürlich jetzt vor das Integral hier ziehen. Ja? Und auch vor die Summe. Das ist also das, was ich jetzt in dem Schritt von hier nach da gemacht habe. Ich habe also all die blau markierten Terme vor diese Summe hier gezogen, weil die hängen ja nur ab von t. Entsprechend wirkt auch nur das Integral über t auf diese Terme. So, und was dann übrig bleibt, ist diese Summe über alle Empfänger von 1 bis n Receiver. Und dann steht hier so ein Ausdruck Greens Funktion multipliziert mit Delta UI. Ganz genau ist das keine Multiplikation, sondern eine Faltung. Genau dasselbe hier. Hier steht nochmal die räumliche Ableitung der Greens Funktion gefaltet mit unseren Datenresiduen. Und hier steht auch nochmal Greens Funktion gefaltet mit irgendwelchen Datenresiduen. Und das, da sollte nochmal was klingeln bei euch. Wenn ich die Greens-Funktion mit irgendwas falte, in diesem Fall jetzt den Datenresiduen statt einem Quell-Wavelet, bekomme ich ja ein neues Wellenfeld heraus. Nicht? Das war ja die Definition der Faltung der Greens-Funktion mit dem Quell-Wavelet. Das heißt, ich kann mir jetzt ein neues Wellenfeld Psi J definieren.
Das entsteht einfach dadurch, indem ich an jedem Empfängerpunkt die Datenresiduen zeitlich umkehre und dann als Quellen an den Empfängerpunkten einspeise. Das sagt im Prinzip einfach dieser Ausdruck hier aus. Das mit der Zeitumkehr ist vielleicht nicht so einfach zu sehen. Da muss man so also ein bisschen genauer analysieren. Aber so entsteht also quasi dieses komische Wellenfeld Psi J hier. Ich habe also einfach eine Summe über alle Empfängerpositionen und an jeder Empfängerposition nehme ich meine Datenresiduen, falte sie mit der Greens-Funktion und bekomme dann also ein ja, neues Wellenfeld Psi J heraus. Und das hat halt den großen Vorteil, dass ich jetzt diese ganzen Terme hier ganz enorm vereinfachen. Ich muss jetzt also keine Greens-Funktion mehr ausrechnen, sondern nur noch die Faltung der Greens-Funktion mit meinen Datenresiduen hier, die also als Quellen an den Empfängerpositionen dienen. Das heißt, ich habe jetzt hier für den Gradienten der Zielfunktion nach der Dichte einfach diesen Ausdruck hier, für den Gradienten der Zielfunktion nach Lambda diesen Ausdruck und für den Gradienten der Zielfunktion nach μ diesen Ausdruck hier. Ja, das heißt, hier gehen jetzt immer entweder Vorwärtswellenfelder ein, also dieses UJ, das ist also das ungestörte Vorwärtswellenfeld, multipliziert mit unserem neuen Wellenfeld, dem sogenannten adjungierten Wellenfeld Psi J, beziehungsweise räumlichen Ableitungen von diesem Wellenfeld. Sieht man hier nicht. Also hier steht überall die räumliche Ableitung von diesem Wellenfeld. Multipliziert irgendwie mit dem Vorwärtswellenfeld, repräsentiert hier durch den Deformationstensor. Das kann man noch so ein bisschen aufdröseln, machen wir gleich nochmal. Ja, das heißt, ich habe jetzt diese umständlichen Ausdrücke mit den Greens-Funktionen, die ich sowieso nicht kenne, vereinfacht, indem ich also dieses neue Wellenfeld hier eingeführt habe. Ja, das nächste Problem ist, ich habe jetzt hier also Summation über sich wiederholende Indizes und gleich mehrmals, also überall, wo jetzt hier ein Index mehrmals auftritt, darüber muss ich summieren. Das führt dann also hier bei den Gradienten der Zielfunktion nach Lambda und μ halt dazu, dass ich hier diese umständlichen Summen bekomme, also Summe über LKJM, LKJM für diese Ausdrücke hier. Ja, die muss man also mal aufdröseln. Und dann kommen am Ende relativ simple Ausdrücke heraus. Für also die Zielfunktion nach Ableitung der Zielfunktion nach Lambda. Ist dann zum Beispiel einfach hier die Summe über alle Quellen, Integral über alle Zeiten von Epsilon xx plus Epsilon yy mal die Ableitung der x-Komponente von meinem adjungierten Wellenfeld nach x plus die Ableitung der y-Komponente von meinem adjungierten Feld nach y. Ja, und für den Lamé-Parameter μ kommen hier etwas kompliziertere Wellenfelder raus, die aber im Prinzip die gleiche Form haben. Also was man immer macht, ist, man multipliziert das vorwärts modellierte Wellenfeld mit diesem adjungierten Wellenfeld. So, jetzt kann ich hier zum Beispiel noch meine Deformationstensoren einsetzen, also einfach die Definition hier einsetzen. Da steht dann also zum Beispiel statt dem Epsilon xx einfach du dux nach x. Ja, und so weiter. So dass ich jetzt also wirklich hier Verschiebungswellenfelder nur noch habe. Ja, und so sehen dann also nachher am Ende die Gradienten der Zielfunktion nach den verschiedenen Materialparametern aus, also einmal für Lambda und μ und einmal für die Dichte. Nicht? Und der Gag ist jetzt halt, ich kann diese Gradienten einfach dadurch berechnen, indem ich einmal eine Vorwärtsmodellierung mit meinem aktuellen Modell durchführe. Nicht? Also ich habe am Anfang zum Beispiel irgendwie ein Modell mit der Laufzeittomographie bestimmt. Und da rechne ich jetzt einfach über Vorwärtsmodellierung mein Vorwärtswellenfeld aus.
Dann versuche ich dieses Wellenfeld Psi zu bestimmen. Das kann ich auch durch Vorwärtsmodellierung machen. Das heißt, ich nehme einfach die Differenz zwischen meinen modellierten und gemessenen Daten, also die Datenresiduen, kehre die zeitlich um und speise sie dann als Quellwavelets an meinen Empfängerpositionen ein. Und dann rechne ich für diese Quellwavelets also ein erneutes Vorwärtswellenfeld. Und das liefert mir dann dieses Wellenfeld Psi. Ja, und dann muss ich einfach an jedem Untergrundpunkt, an dem ich jetzt also hier den Gradienten der Zielfunktion nach Lambda ausrechnen will, diese beiden Wellenfelder hier an jedem Zeitschritt miteinander multiplizieren. Und das liefert mir dann halt den Gradienten der Zielfunktion, zum Beispiel hier nach Lambda, nach μ oder nach der Dichte. Ja, also so kann man sehr elegant diese Gradienten tatsächlich bestimmen, einfach durch zwei Vorwärtsmodellierungen, nicht? Also sehr effizientes Verfahren. Ja, hier ist der Wellenforminversionsalgorithmus nochmal zusammengefasst. Also für jeden Schuss löse man einmal das Vorwärtsproblem für das aktuelle Modell MN und generiere dabei auch gleich einen synthetischen Datensatz UMOD. Also sprich, ich brauche auch an allen Empfängerpositionen, wo ich also im Feld etwas gemessen habe, synthetische Daten. Und ja, das brauche ich halt, um hier die Datenresiduen ausrechnen zu können. Also Delta U ist einfach die Differenz zwischen den modellierten und gemessenen Daten. Und dann speichere man halt auch noch die Wellenfelder an jedem Untergrundpunkt zu allen Zeiten. Das ist also dieses U-Mod von X und T. Ja? Dann berechnet man also hier diese Residualseismogramme und im dritten Schritt erzeuge man dieses Wellenfeld Psi von X und T durch Rückpropagation der Residuen von den Empfängerpositionen. Also bekomme ich dann also dieses sogenannte Adjoint Wave Field oder adjungierte Wellenfeld. Ja, und dann kann ich halt mit Hilfe von dem vorwärtsmodellierten Wellenfeld und diesem adjungierten Wellenfeld halt meine Gradienten für jeden Materialparameter berechnen. Das sind dann also einfach diese beiden Formeln, nicht? Also Multiplikation von Vorwärtswellenfeld mit dem adjungierten Wellenfeld, beziehungsweise dann den entsprechenden räumlichen Ableitungen davon. Ja, da muss man diese Schrittweite noch bestimmen. Da gibt es also so einige mathematische Tricksereien, sogenannte Line-Search-Algorithmen. Da könnte man also auch nochmal eine eigene Vorlesung drüber halten. Aber im Wesentlichen sagt das einfach aus, ich kann jetzt also irgendeine Schrittweite bestimmen, die also meine, Prinzip Schrittweite bestimmen, die dann nachher ein Modell mir liefert, was also die Zielfunktion ganz eindeutig verringert. Ja, und dann update ich halt am Iterationsschritt N meine Materialparameter mit dem Gradientenverfahren. Das heißt, ich beginne hier bei meinem aktuellen Modellparametern in jedem Untergrundpunkt, laufe dann in der negativen Gradientenrichtung, also jetzt hier DE nach der Dichte zum Beispiel oder Lambda und μ, je nachdem welches Modell ich jetzt hier updaten will, mit einer gewissen Schrittweite μn, die wir also hier in Schritt Nummer 5 bestimmt haben. Ja, und um das Ganze dann noch zu beschleunigen, kann ich hier noch so einen Präkonditionierungsoperator einbauen. Was der genau macht, das erkläre ich in der Inversionstheorie-Vorlesung nochmal etwas genauer. Ja, und so bekomme ich dann also ein neues Modell zum Iterationsschritt n plus 1. Nicht? Und das kann ich dann halt iterativ immer so weiter fortsetzen, bis also meine Zielfunktion möglichst gut minimiert ist, also ich möglichst nah an das Minimum meiner Zielfunktion gekommen bin und die Felddaten also möglichst gut durch die modellierten Daten erklärt werden können. Nicht der entscheidende Punkt ist halt, wie ich diese Gradienten hier ausrechne. Ich rechne die aus über die Multiplikation von vorwärts modellierten Wellenfeldern mit diesen adjungierten Wellenfeldern.
Und das heißt, hier sieht man jetzt ganz entscheidend die Rolle der Vorwärtsmodellierung, nicht? Also man muss sehr genau diese Wellenfelder modellieren können. Das heißt, man braucht erstmal ein Grundverständnis, wie führe ich überhaupt eine richtige Vorwärtsmodellierung aus. Ja, und deswegen hier ist jetzt eindeutig zu sehen die Verknüpfung zwischen Modellierung und seismischer Inversion. Wenn ich jetzt übrigens statt der Datenresiduen hier nicht die Residuen zurückpropagiere, sondern einfach die beobachteten Daten, dann wird aus diesem Inversionsverfahren ein seismisches Imaging-Verfahren, die sogenannte Reverse-Time-Migration. Da hatte ich so ein paar Beispiele bei der Motivationsvorlesung mal gezeigt. Das heißt, auch hier brauche ich dann wieder zwei Vorwärtsmodellierungen, also einmal das Vorwärtswellenfeld und wieder das adjungierte Wellenfeld, nur halt mit anderen Residuen, nicht? Also ich brauche dann keine Datenresiduen, sondern muss dann einfach nur die Daten selber einspeisen und bekomme dann durch diese Multiplikation hier das Vorwärts mit dem adjungierten Wellenfeld ein seismisches Image heraus. Das heißt, das ist dann kein iterativer Vorgang mehr, sondern ich bekomme, wenn ich das einmal durchführe, statt dieses Gradienten hier dann ein Untergrundimage, dass man also dann sieht, wo tatsächlich die Reflexionseinsätze in einer gewissen Tiefe nachher liegen. Nicht? Das heißt, ich habe die Reflexionseinsätze dann korrekt tiefen migriert. Nicht? Das heißt, da sieht man dann auch wieder, ich habe eine Verbindung zwischen seismischer Vorwärtsmodellierung und dem seismischen Imaging. Und das ist jetzt eigentlich so das Wichtigste, was man hier aus dieser Vorlesung mitnehmen sollte, dass ich also diese Verknüpfung habe zwischen Vorwärtsmodellierung und Imaging bzw. seismischer Inversion. Das heißt, wenn ich den Modellierungsteil verstanden habe, kann ich diese Inversion ganz elegant drumherum bauen. Ja, und habe dann, okay, ich muss so ein bisschen was über Inversionstheorie lernen, aber im Prinzip den Kernbestandteil der Inversion. Wie rechne ich nämlich hier diese Gradienten der Zielfunktion nach den Materialparametern aus? Den habe ich dann verstanden, weil ich muss dann nur wissen, wie modelliere ich diese einzelnen Wellenfelder hier. Nicht? Und das ist also so eine Quintessenz, die man also aus dieser Vorlesung jetzt mitnehmen sollte. Zum Schluss zeige ich dann hier nochmal so ein Beispiel. Also in der nächsten Vorlesung geht es nicht mit Wellenforminversion weiter. Das war jetzt hier so ein Titel für die Inversionstheorie. Sondern ich wollte jetzt einfach mal zeigen, wie man jetzt also hier die Wellenforminversion mal auf das Mamusi-Modell anwenden kann. Das ist jetzt nicht einfach das akustische Mamusi-Modell. Das wäre ja nur so ein P-Wellengeschwindigkeitsmodell, nicht? Dafür habt ihr ja auch das Vorwärtsproblem schon mal in einer Übungsaufgabe gelöst. Sondern das ist jetzt die elastische Variante. Das heißt, wir haben hier auch noch so ein S-Wellengeschwindigkeitsmodell und ein Dichtemodell. Ich habe jetzt hier halt mal so einen coolen Film zu der Inversion zusammengestellt. Pausiere das vielleicht mal kurz. So. Das heißt, das ist jetzt einfach unser Startmodell. Also einfach so ein 1D-Gradientenmodell. Und jetzt wollen wir halt die Daten so gut anpassen, also die Felddaten, die jetzt in diesem Fall natürlich auch synthetische Daten sind, aber das ist halt auch ein einfacher Test des Inversionsverfahrens. Wir wollen jetzt also einfach die Felddaten möglichst gut anpassen an die modellierten Daten. Ja, und wir wenden jetzt also einfach die Wellenforminversion an, ausgehend von diesem 1D-Gradientenmodell in der P-Wellengeschwindigkeit, in der S-Wellengeschwindigkeit und in der Dichte. Nicht? Man sieht also jetzt, wie hier so iterativ die Modelle verbessert werden. Nicht? Erst verbessere ich so den langwelligen Anteil und dann wird nachher immer der kurzwellige Anteil verbessert. Man sieht speziell im S-Wellengeschwindigkeitsmodell, sehe ich hier also plötzlich sehr, sehr viele kleinskalige Strukturen, die im Startmodell noch gar nicht vorhanden waren. Jetzt geht es hier wieder von vorne los. Also erst wird der langwellige Anteil angepasst. Und dann immer die kurzwelligeren Anteile. Ja, hier scheint schon nicht mehr viel zu passieren, aber wenn man genau hinsieht, erkennt man, da passiert doch noch so einiges. Es wird so ein immer schärfer, das Modell.
bis ich dann hier wirklich auch schon die Diskretisierungsfehler auflösen kann. Also ein sehr spektakuläres Ergebnis und ich war extrem begeistert, als das erste Mal funktioniert hat mit dem Inversionscode. Vor allen Dingen sieht man hier auch sehr schön, ich kann auch das Dichtemodell halbwegs vernünftig auflösen. Ja, das ist also sehr nettes Ergebnis. Ja, das könnte man sich eigentlich stundenlang anschauen und dann mal diskutieren, was man da eigentlich alles so im Detail sieht. Nicht? Also schon erstaunlich, wie man von so einem einfachen Gradientenmedium dann zu einem so komplizierten Modell kommen kann. Gut, also das war jetzt im Prinzip eine simple Einführung in die Wellenforminversion und ich betone es nochmal, es geht also im Wesentlichen um die Verknüpfung zwischen Vorwärtsmodellierung und wie ich jetzt halt diese Gradienten bestimmen kann für die Wellenforminversion. Das heißt, es geht um die Verknüpfung zwischen Vorwärtsmodellierung und der seismischen Inversion. Gut, dann werden wir uns in der nächsten Vorlesung bzw. in der nächsten Übung dann mal ansehen, wie wir diese Sensitivitätskernel mal für so verschiedene Medien berechnen können. Nicht? Wir hatten ja gesehen, die Sensitivitätskernel waren im Prinzip ein wesentlicher Schritt, um diese seismische Inversion durchführen zu können. Die ging ja ein in die Gradienten der Zielfunktion nach den Materialparametern. Das heißt, dazu wird es dann so eine kleine Modellierungsübung geben, um das mal zu illustrieren und das dann mal so ein bisschen ja, zu veranschaulichen. Gut. Das war dann die Vorlesung für heute. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, dass alle tatsächlich noch diesen letzten Teil der Theorie zur seismischen Inversion durchgehalten haben. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.